Dann haben wir das einarmige Schwingen, auch hier wieder nicht allzu viel Gewicht. Du kannst einen Hang in die Hüfte aufstützen, mit der anderen Hang bis waagerecht vorne schwingen. Immer wichtig, Bauch ist angespannt, konzentriert arbeiten, vorne schwingen und hinten. Nicht allzu schweres Gewicht, du kannst nicht probieren, auch rauf bis über den Kopf. Aber auch hier wieder aufpassen, dass du nicht hinten, nicht zu weit hinten gehst. Und ja, nicht ins Hochkreuz fallen. Locker bis rauf schwingen. Genau. Das kannst du auch zum Anfang mit einem leichten Gewicht oder wieder einer PET-Flasche, dass du mal die Bewegung hast. Und wenn das geht, kannst du nachher einen Kettel nehmen und mit dem schwingen. 15 Mal mit dem einen Arm, 15 Mal mit dem anderen Arm und auch hier wieder 3 Mal, 15, also 3 Mal pro Seite. Und wie gesagt, zuerst nur gerade führen und erst wenn du das gut beherrschst, kannst du nachher ganz rauf. Du kannst nachher auch anfangen, leicht mitwippen mit den Knien, also runterkommen, rauf, leicht mitwippen, genau.